Вообще прекрасно. Ach, es bloggt sich hier ganz ausgezeichnet. Es gibt ja nicht so viel Konkurrenz, nicht von anderen Bloggern und auch nicht von den anderen Medien. Insofern hat man hier schon eine ziemlich herausragende Stellung. Es gibt wenige verrückte Blogger so wie mich. Überhaupt, es gibt wenige Blogger in Weißrussland. Man muss ja auch viel Zeit dafür aufbringen und zudem ist auch noch unklar, wofür das überhaupt gut ist. Ja, und manchmal muss man auch etwas riskieren. Man kann es sich nicht leisten, Angst zu haben. Man kann sich ja nicht ständig selbst beschränken, anfangen, Selbstzensur auszuüben. Nein, das geht nicht. Wenn ich ständig darüber nachdenken müsste, was das alles für Folgen hat, dann bräuchte ich meine Artikel erst gar nicht schreiben. Nein, ich habe da noch bislang keine Reaktion bekommen. Die Opposition hat mich mal wissen lassen, dass man meinen Blog interessant fände. Generell versuche ich aber, den direkten Kontakt zur Regierung wie auch Opposition zu meiden. Der Journalismus insgesamt muss sich verändern. Er schafft es einfach nicht, sich den aktuellen Anforderungen anzupassen, hinterherzukommen. Und so ist mein Blog für mich eine experimentelle Plattform, wo ich Sachen einfach mal ausprobiere. Es ist eine elegante Form von Anarchie. Das heißt, du schwörst dem Geld ab, du pflegst keine Kontakte, weder zur Regierung noch zur Opposition. Deine Position ist die Position gegen alle. Man zieht keine direkte Aufmerksamkeit auf sich, eine Form von Anarchie, die irgendwie unterschwelliger, subtiler abläuft. Die Regierung und die Opposition liefern immer wieder Gründe, über die man lachen kann. Nein, insofern fühle ich mich nicht einsam. Die ägyptischen Blogger nerven mich in der Tat, weil nicht die Blogger die Revolution gemacht haben, sondern die Revolution, die Blogger. Sie haben der Sache nicht genutzt, im Gegenteil, durch sie hat die Blogosphäre sogar gelitten. Wegen ihnen haben die Regierungen jetzt Angst, nicht nur in Ägypten, sondern auch bei uns in Weißrussland. Wir alle stehen jetzt viel mehr unter Beobachtung. Blogger können dafür sorgen, dass andere etwas verändern. Sie selber können das nicht. Sie haben keinen wirklichen Einfluss. Normale Leute, die anfangen, Fragen zu stellen an Regierung und an Opposition, das könnte tatsächlich etwas bringen. Okay, also so gesehen, wenn alle anfangen würden zu bloggen und zu bloggern werden, dann könnten Blogger tatsächlich etwas verändern. И будет блогером, то тогда блогеры точно все изменят.